Montagabend, 7. Dezember, 18 Uhr. Recht herzlich willkommen zu unserem iUndo Marktausblick und unserer Chartanalyse. Mein Name ist Tom Neske. Ich darf euch recht herzlich zu unserem heutigen Webinar begrüßen. Ja, für diejenigen, die neu sind, worum wird es gehen? Im ersten Part wollen wir uns natürlich die wichtigsten Wirtschaftsdaten für die aktuelle Handelswoche anschauen. Im zweiten Part werde ich euch die wichtigsten Märkte unter charttechnischen Gesichtspunkten vorstellen. Und der dritte Part, der gehört natürlich wieder euch. Da könnt ihr mir die Titel nennen, die ihr gerne unter charttechnischen Gesichtspunkten analysiert haben wollt. Und sofern wir die hier auf unserer Plattform von iUndo Markets haben, werde ich die natürlich gerne für euch analysieren. So, dann fangen wir mal mit den wichtigsten Wirtschaftsdaten mit dem heutigen Tage an. Was da passiert ist, das seht ihr hier anhand des PDF-Dokuments. Das habe ich euch auch als Download in den Bereich Unterlagen mit reingelegt. Lege euch das Ganze aber auch nochmal in den Chat zum Download. Dann könnt ihr euch das Ganze da dementsprechend auch gerne mit runterladen. Und dann wollen wir mal mit den wichtigsten Daten für den heutigen Tag mit anfangen. Da hatten wir aus Japan den Index der Frühindikatoren für den Monat Oktober, immer ein wichtiger Index. Der war mit 102,9 prognostiziert, kam auch so rein, also dementsprechend da die Zahlen, die Erwartungen erfüllt. Bei uns wurde es spannend, direkt um 8 Uhr zum Handelsstart in Deutschland, Erzeugung im produzierenden Gewerbe für den Monat Oktober. Da ist ein Wert von 0,8 plus prognostiziert worden. Die Zahlen kamen mit 0,2 schlechter als erwartet rein, aber doch noch besser als die Zahlen im September. Dementsprechend hier eigentlich kein Störfeuer am frühen Morgen für den Markt. Dann ging es weiter aus Europa noch Zahlen der Sentix-Konjunkturindex für den Monat Dezember mit 17,2 prognostiziert, mit 15,7 reingekommen, schlechter als erwartet, hat uns aber heute nicht wirklich gestört. Dann hatten wir in Brüssel noch das Treffen der EU-Finanzminister und aus Amerika heute relativ nachrichtenarm. Da haben wir um 16 Uhr nochmal den Labor Market Index bekommen. Der ist mit 0,5 deutlich schlechter ausgefallen. Das hat den Markt dann heute Nachmittag auch nochmal unter Druck hier gebracht. Da ging es dann doch nochmal nach unten. Das hat den Anlegern nicht gefallen und das war es dann auch für den heutigen Tag mit den Wirtschaftsdaten. Dementsprechend können wir uns dann auch den morgigen Tag anschauen. Da haben wir auch wieder sehr, sehr viele Daten zu erwarten. Angefangen in Asien mit Japan, Leistungsbilanzsaldo für den Monat Oktober, Bruttoinlandsprodukt fürs dritte Quartal und da sehen wir schon im zweiten Quartal hatten wir ein Minus hingelegt mit minus 0,3. Jetzt erwarten wir zumindest ein Bruttoinlandsprodukt von plus 0,1. Dann geht es weiter in China, Handelsbilanzsaldo für den Monat November. Ein bisschen ausgeweitet auf 64 Milliarden und um 6 Uhr nochmal der Economic Watchers Sentiment Index aus Japan. Auch leicht angestiegen. Bei uns wird es dann wieder spannend. Umsatz im Erzeugen, im verarbeitenden Gewerbe um 8 Uhr. Leider ohne Zahlen kann ich euch dementsprechend noch nichts sagen. Da müssen wir schauen, wie die Zahlen dann über den Ticker kommen. Dann geht es weiter in Frankreich mit dem Handelsbilanzsaldo für den Monat Oktober. Industrieproduktion aus Großbritannien um 10.30 Uhr, genauso wie Zahlen zur Erzeugung im produzierenden Gewerbe. Die sehen nicht so doll aus. Da ist ein deutlicher Rückgang hier fast von 1% zu verzeichnen. Dementsprechend mal schauen, wie das am Markt aufgenommen wird. Um 11 Uhr nochmal die Zahlen für die Eurozone, fürs Bruttoinlandsprodukt, die endgültigen Zahlen. Die hatten wir aber letzte Woche eigentlich schon auf dem Ticker. Da sollte es eigentlich keine Überraschung geben. Endgültiges Q3-Ergebnis fürs BIP steht hier bei 0,3. Und wie immer am Dienstag dann aus Amerika Zahlen vom Redbook zu den Einzelhandelsumsätzen. Und das Tipp Verbrauchervertrauen um 16 Uhr. Ja, und für unsere Commodity-Trader ja auch ganz spannend, der Ölpreis ja jetzt deutlich unter die 40-Dollar-Marke gerutscht. Dann nochmal Zahlen zu den Öllagerbeständen, die nochmal relativ spannend hier am Markt mit sind. Und das beendet dann auch den morgigen Handelstag. Und dementsprechend können wir dann mal schauen, wie die Zahlen am Markt auch aufgenommen werden. Momentan mehr Charttechnik bestimmt, das werden wir uns im zweiten Teil dann nochmal etwas genauer anschauen. Und jetzt sind wir erstmal bei den Zahlen hier am Mittwoch angekommen. Aus Japan wieder Maschinenaufträge, immer ein wichtiger Indikator, nahezu unverändert. Verbraucherpreise und Erzeugerpreise aus China um 2:30 Uhr, auch nahezu unverändert. Und die Werkzeugmaschinenaufträge für den Monat November, die waren im Oktober ja schon katastrophal. Keine Prognose für November. Da müssen wir mal schauen. Bei uns direkt zum vorbörslichen Handelsstart. Ich habe euch das ja auch nochmal mit so einem kleinen Pfeil hier gekennzeichnet. Aus Deutschland das Handelsbilanzsaldo für den Monat Oktober sind wir ein bisschen zurückgegangen.
Viel wichtiger aber noch der Indikator zu den Exporten für den Monat Oktober. September war ja sehr stark gewesen. Wir sehen es hier schon mit 2,6%. Jetzt ein Rückgang auf minus 0,6. Das wird den Anlegern mit Sicherheit am Mittwoch nicht schmecken. Das kann natürlich hier Druck auf die Märkte geben. Also da sollte man wirklich schon mal schauen, wie die Zahlen hier letztendlich am Markt angenommen werden. Aber das sind schon mal relativ negative Zahlen. Aus Amerika relativ wenig Zahlen. Zahlen zu den Lagerbeständen im Großhandel. Und nochmal die Rohöl-Lagerbestände um 16:30 Uhr. Das komplettiert dann eigentlich auch so die Wirtschaftszahlen hier für den Mittwoch. Und dementsprechend gehen wir gleich auf den Donnerstag rüber. Auch da nicht so viele wichtige Zahlen. Wir sehen es keine Pfeile mit dran. Erzeugerpreise aus Japan, Industrieproduktion und Verbraucherpreise aus Frankreich. Aber auch hier nahezu unverändert. Ein bisschen weiter schwächt sich hier das Zahlenfeld so ein bisschen ab. Leicht negativer die Zahlen. Handelsbilanzsaldo nochmal und Zinsentscheid aus Großbritannien. Aber auch da gehen wir weiter davon aus, dass der Leitzins dort weiter unverändert bei 0,5% bleiben wird. Und aus Amerika wie immer dann am Donnerstag um 14:30 Uhr die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und nochmal eine spannende Zahl, die Importpreise für den Monat November. Auch hier weitet sich das Defizit etwas weiter aus, entgegengesetzt zum Handelssaldo für den Monat November, was um 20 Uhr nochmal reinkommt. Da konnte das Defizit ein bisschen eingedämmt werden. Also hier ein sehr gemischtes Zahlenfeld, tendenziell in der aktuellen Handelswoche die Wirtschaftsdaten doch etwas schlechter als die historischen Stände. Und damit sind wir auch schon am Freitag angekommen. Freitag wird es nochmal spannend. Gleich bei uns, ihr seht das hier um 8 Uhr, Verbraucherpreise und Großhandelspreise leicht besser als die historischen Stände. Dann nochmal um 14:30 Uhr die amerikanischen Daten, Erzeugerpreise für den Monat November etwas besser als die Oktoberzahlen, Einzelhandelsumsätze für den Monat November auch leicht angestiegen und um 16 Uhr nochmal ein ganz wichtiger Indikator, das Konsumklima der Uni Michigan für den Monat Dezember. Auch hier sehen wir einen leichten Anstieg. Da sind die Zahlen zum Wochenausklang dann doch etwas positiver als unter der Woche. Und das sollte hoffentlich für einen versöhnlichen Wochenausklang hier an den Märkten sorgen. Und wie immer um 21:30 Uhr dann unseren Commitment of Traders Report, der die Woche dann hier beendet. Das Ganze, wie gesagt, nur mal im Schnellflug. Ihr habt das Ganze ja als Download hier in den Unterlagen, beziehungsweise habe ich es euch in den Chat gestellt. Wer die Daten nutzen möchte, kann die sich natürlich dann sehr gerne hier auch mit anschauen. So, und jetzt wollen wir mal zum zweiten Part übergehen, zu unserer Chartanalyse. Dazu bin ich mal auf unsere Iondo Markets Handelsplattform gesprungen. Wie immer starten wir natürlich mit dem DAX 30 Index hier auf Tagesbasis als Candlestick Chart. Ja, und da wollen wir uns das Bild mal so ein bisschen genauer anschauen, was wir jetzt hier gesehen haben. Wir haben ja gesehen, die 11,5, die wir so in der Vorwoche als Zielkurs erreicht haben, die wurde gar nicht mehr erklommen. Wir sind vorher hier Mitte der Woche nach unten durchgerauscht. Ihr habt auch gesehen, hier die 11.000er Marke, die psychologisch wichtige Marke, die ich letzte Woche erwähnt habe, hat nicht gehalten. Dementsprechend war es auch ganz gut, da einen Stop-Kurs hinzulegen. Wieso, weshalb, das wollen wir uns mal anhand der charttechnischen Linien anschauen. Für diejenigen, die da ein bisschen mehr erfahren wollen zur Charttechnik, wir machen gleich im Anschluss um 19 Uhr auch nochmal ein Charttechnik-Webinar mit wichtigen Indikatoren, wie man damit arbeitet. Also der kann um 19 Uhr hier im Anschluss auch gleich nochmal mit reinschauen. Da erkläre ich nochmal, wie die einzelnen Indikatoren hier aufgebaut sind, wie man die einstellt und wie man die am besten nutzen kann. Ja, wir sahen, wir haben hier diesen langfristigen Aufwärtstrend beim DAX gehabt, eigentlich seit Ende September, sahen hier aber schon mal Anfang November diesen Durchbruch und die ganze Bewegung, die wir gesehen haben, hat sich dann eigentlich unter dieser charttechnischen Widerstandsmarke bewegt. Wir sind nochmal an das Niveau 10, 13, 4, 11.300, 11.400 rangelaufen, aber letztendlich dann doch abgerauscht und wir sehen es auch hier, gerade wenn ich mir den kurzfristigen Trend anschaue, ich nehme einfach mal die letzten beiden markanten Tiefstände, da sehen wir hier den Durchbruch am Markt nach unten und das war dann im Prinzip die Verkaufsindikation im kurzfristigen Bereich und damit sind wir dann natürlich auch unter die 11.000 Punkte Marke gerauscht. Das Ganze wurde auch von unserem Indikatoren-Setup, wir haben ja hier immer den MACD Momentum und Stochastik in der Betrachtung komplettiert. Wir sehen sowohl MACD als auch Momentum kreuzt die Nulllinie ins Negative, also auch hier die Verkaufsindikation sowie unser Stochastik-Indikator aus der überkauften Zone nach unten durchgereicht und dementsprechend ging es nach unten. Ja, jetzt sehen wir hier so ein bisschen
eine Erholung, hatten wir auch heute Morgen gesehen. Problem an dieser Erholung ist einfach der Punkt, wo sie geendet ist, und zwar an der psychologisch wichtigen Marke bei 11.000 Punkte. Die haben wir uns heute mal ganz kurz zum Mittag angeschaut, die Marke. Da sind wir heute vor Mittag rangelaufen, aber negativ, wir sind dran abgeprallt. Und dieses ganze Szenario nach so einem deutlichen Durchbruch nennt man Pullback aus der Charttechnik. Und das deutet eigentlich darauf hin, dass sich diese Kursbewegung, die hier letzte Woche angefangen hat, auch in den kommenden Tagen sich fortsetzt. Und damit wäre das nächste Kursziel natürlich im ersten Step erstmal die 10.500, die ich in der letzten Woche ja schon beim Durchbruch der 11.000-Punkte-Marke genannt hatte. Ja, und im Worst-Case-Szenario würden wir dann sogar durchgereicht werden bis an die 10.000er-Marke. Davon wollen wir erstmal nicht ausgehen, aber charttechnisch gesehen sieht das Ganze momentan gar nicht gut aus. Wir sehen unsere Indikatoren, die stehen alle auf Sell. Wir sind auch heute an der wichtigen Marke bei 11.000 Punkte gescheitert. Ja, und das ist auch für die nächsten Tage relevant. Schaffen wir es nicht mehr, diese 11.000-Punkte-Marke zurückzuerobern, wird sich dieser Verkaufsdruck hier am Markt auch in den kommenden Tagen erhöhen. Ja, und dann sind meine Kursziele ganz klar 10,5 im ersten Step, 10.000 Punkte im zweiten Step. Also das sieht ganz danach aus, als kriegen wir hier doch nicht mehr so die Jahresendrallye. Die hat ein bisschen früher stattgefunden, sodass wir dann doch hier Richtung Weihnachten jetzt hier doch nochmal ein bisschen eine Korrektur am Markt sehen. Aber warten wir mal ab. Noch ist ja hier Hopfen und Malz nicht verloren. Vielleicht schaffen wir es ja nochmal, uns die 11.000er zurückzuholen. Momentan, wie gesagt, solange wir unter dieser 11.000-Punkte-Marke sind, sind wir hier in einem Short-Setup mit drin, mit den Zielkursen 10.500 im kurzfristigen, 10.000 Punkte im mittelfristigen Anlagehorizont. So, das war unser DAX 30-Index gewesen. Schauen wir mal, was die Amerikaner machen. Gehen wir mal zum Dow Jones rüber und schauen uns da das Szenario an. Da hatten wir ein ähnliches Szenario, so wie wir es eigentlich erwartet haben. Hier haben wir über die ganz, ganz wichtige Marke, psychologisch, charttechnisch wichtige Marke, 18.000 Punkte gesprochen. Da haben wir im November schon mitgekämpft. Da haben wir jetzt auch Anfang im Oktober mitgekämpft, Anfang November mitgekämpft. Und wir sehen, wir sind in der letzten Woche dran gescheitert. Und ich hatte ja schon erwähnt, desto länger wir an so einer markanten, wichtigen Marke scheitern, desto höher ist dann halt diese Wahrscheinlichkeit auf eine Korrektur. Sahen nochmal am Freitag so einen kleinen Gegensetzer, also die Verluste vom Donnerstag hier nochmal kompensiert, aber auch heute gleich wieder ein Dreiviertelprozent in der Minuszone. Hier scheint wirklich ein ganz, ganz markanter Deckel auf dem Markt zu liegen. Bei knapp 18.000 Punkten, da kommen und wollen wir nicht durch. Ja, und auch hier ähnlich wie im DAX 30 droht uns erstmal Korrekturpotenzial, hier sogar in Richtung 17.000 bis 17.100. Wir haben hier bei 17.1 nochmal so eine kleine charttechnische Marke, 17.130, 17.000 wäre die psychologische Marke. Da müssen wir leider davon ausgehen, dass wir hier in diese Richtung abtauchen. Auch MACD, Stochastik und Momentum-Indikator hier in einer Verkaufsindikation. Und dementsprechend müssen wir hier davon ausgehen, dass wir hier eine Korrekturbewegung in Richtung dieser Marke 17.000 bis 17.130 in den kommenden Tagen sehen. Auflösen tut sich dieses Szenario hier für diejenigen, die positiv eingestellt sind, die im Long-Szenario sind. Tatsache erst, wenn wir es schaffen, hier über die Marke von 18.000 Punkten auf Schlusskursbasis zu laufen, erst dann würde sich hier das Ganze in ein positives Szenario auflösen. Solange wir hier unter dieser Marke bleiben, sind wir eine Art Seitwärtstrendkanal, jetzt eigentlich schon einen guten Monat. Ja, und ich denke mal, wir werden uns jetzt in Richtung des unteren Kanals hier in Richtung 17.129 Punkten in den kommenden Tagen bewegen. So, das waren unsere beiden Indizes. Dann wollen wir mal schauen, was unsere Rohstoffe hier am Markt so machen. Einmal Gold. Und da haben wir ja auch drüber gesprochen. Gold natürlich hier ein ganz massiver Abwärtstrend gehabt. Ist hier deutlich unter die Räder gekommen. Das einzig Positive in der letzten Woche war, dass die Marke bei 10.050 Dollar hier verteidigt werden konnte. Wir sehen das. Wir haben hier einen schönen Boden ausgebildet, sind also nicht unter diese Marke gerutscht, was natürlich dann hier mehr Verkaufsdruck in Richtung 1.000 Dollar aufgebaut hätte. Die haben wir erstmal verteidigt.
Ja, und müssen jetzt eigentlich sehen, dass wir hier die Marke von 1100 und Dollar zurückerobern. Solange sehe ich das hier als ein Seitwärtstrendszenario, als ein Bodenbildungsszenario an. Einstiege lohnen eigentlich erst wieder über 1100 Dollar. Momentan haben wir eine kurzfristige Long-Indikation. Wir sehen Momentum, MACD und Stochastik, die sind hier im Long-Modus, sehen aber auch heute schon wieder, der Markt tut sich hier aktuell schwer. Und ich gehe eigentlich erst davon aus, dass das Ganze hier an Fahrt gewinnt, wenn wir die 1100-Dollar-Marke zurückerobern. Dann hätten wir hier Potenzial, dass es am Markt weiter nach oben geht. Ganz kurzfristig gesehen, für Leute, die hier wirklich im ganz kurzfristigen Horizont unterwegs sind, da sehen wir, haben wir zum Freitag hier diesen Ausbruch geschafft. Da haben wir eine kleine Kaufindikation gehabt. Aber auch hier gilt, unter 1050 Dollar spätestens ausstoppen lassen. Wenn die Marke fällt, gehen wir definitiv in Richtung der 1000 Dollar Marke. Und wie gesagt, auflösen wird sich das Szenario wahrscheinlich erst, wenn wir wirklich die 1100 Dollar Marke hier zurückerobert haben. Momentan leicht positiv, kurzfristig leicht positiv. Wir können durchaus ranlaufen an die 1100-Dollar-Marke in der aktuellen Handelswoche. Aber wie gesagt, mittelfristig, langfristig hält sich das Bild erst auf, wenn wir die 1,1 hier zurückholen werden. So, das war unser Rohstoff Gold gewesen. Dann wollen wir natürlich zu unserem Devisenpärchen schauen, unserem Euro-US-Dollar. Der konnte ja im Rahmen der Zinsentscheidung in der letzten Woche ein kleines Kursfeuerwerk starten. Was aber auch notwendig war, wir haben ja hier über die wichtige Marke bei 1,05 gesprochen. Wir haben gesagt, die darf auf keinen Fall unterschritten werden und Gott sei Dank wurde sie auch verteidigt. Wir sehen, wir haben eine ganz vorsichtige Bodenbildung schon gehabt im Vorfeld dieser EZB-Sitzung. Ja, und als Herr Draghi die Katze aus dem Sack gelassen hat, dass wir bis März 2017 weiter mit billigem Geld zu rechnen haben, entgegengesetzt der anderen EZB-Sitzung, da wissen wir ja, wurden wir eigentlich immer auf Talfahrt geschickt, hat man sich dann hier jetzt mal für die Long-Seite entschieden. Deutliches Kursplus hier, aber auch hier gilt, das war nur ein Kursfeuerwerk im Rahmen der EZB-Sitzung. Wir sehen, wir sind an dem wichtigen Widerstand bei 1,10 gescheitert. Da sind wir erstmal abgeprallt. Das, was wir heute sehen, das sind Gewinnmitnahmen für diejenigen, die sich hier getraut haben einzusteigen. Wir sind ja fast 500 Pips hier am Freitag nach oben gelaufen. Das sind natürlich hier erste Gewinnmitnahmen. Und auch hier, ähnlich wie bei Gold, mittelfristig, langfristig hält sich das Szenario erst über 1,10 auf. Dann haben wir kurzfristig sogar in Richtung 1,1250 und mittelfristig sogar in Richtung 1,15 Kurspotenzial. Momentan, wie gesagt, kurzfristig hat sich das Bild aufgehellt. Aber da sind wir dann jetzt auch in einer Zone, wo wir jetzt hier die ersten Gewinnmitnahmen am Markt sehen und da müssen wir mal schauen, ob hier wirklich noch Anschlusskäufe in den kommenden Tagen an den Markt rankommen, die uns hier über die 1,10er Marke helfen. Erst dann hätten wir wirklich eine mittelfristige und langfristige Trendwende hier beim Devisenpärchen. Unsere Indikatoren, die sind long durch diesen Kurssprung. Wir sehen auch kurz vorher schon mit diesem kleinen Ausbruchsszenario sowohl MACD Momentum als auch Stochastik erstmal nach oben gedreht. Hier müssen wir jetzt erstmal abwarten, wie gesagt, ob wir wirklich Anschlusskäufe in der aktuellen Handelswoche bekommen, die uns dann mal über die Marke von 1,10 führen. Ansonsten wird es hier wahrscheinlich nicht wirklich weiter nach oben gehen. So, das waren die vier Titel, die ich immer analysiere. Jetzt kommen hier schon die ersten Titel von euch rein. Auch mein Aufruf an die anderen über die Chat-Funktion bitte die Titel nennen, die ihr gerne analysiert haben wollt, sofern wir die hier bei uns im Portfolio haben. Werde ich die natürlich hier gerne mit analysieren und dementsprechend starten wir mal. So, hier ist eine Anfrage über Nordex. Da muss ich mal schauen. Nordex wird immer wieder angefragt, haben wir, glaube ich, aber immer noch nicht in unseren Titeln hier mit drin. Ich schaue aber jede Woche mal nach, ob wir ihn irgendwo schon mit drin haben. Hier zumindest nicht. Kann auch mal suchen. In der Zwischenzeit haben die anderen ein bisschen Zeit, sich ihre Analysen hier mal ins Trading Deck reinzugeben. Nordex haben wir leider nicht mit drin. Kann ich an der Stelle also nicht mit dienen. So, hier kommt was rein. Können Sie etwas über Platin sagen? Ja, der Werner eine Anfrage. Hatten wir auch in der letzten Woche analysiert. Platin ja auch deutlich unter die Räder gekommen. Können wir uns mal anschauen, wie das in der aktuellen Handelswoche mit aussieht. So, Platin haben wir hier.
ist ja auch sehr, sehr massiv unter Druck gekommen. Da hat man, wie gesagt, in der letzten Handelswoche drüber gesprochen. Aber auch hier ein ähnliches Szenario. Das sieht schon mal nach einer sehr, sehr vorsichtigen Bodenbildung aus. Nachdem wir die 850-Dollar-Marke unterschritten haben, hat sich das Ganze eigentlich deutlich weiter eingetrübt. Damit war der Weg eigentlich in Richtung 800 frei. Aber wir sehen schon zum Ausklang der Woche und dann hier zum Handelsausklang der letzten Handelswoche deutlich nach oben. Wir haben uns die 850 zurückgeholt. Das ist für mich eine abgeschlossene Bodenbildung hier in dem Bereich gewesen. Das, was wir heute sehen, ist ganz klar, das sind Gewinnmitnahmen nach dem Kurssprung hier zum Handelsausklang der letzten Woche. Wie gesagt, das sind hier erste Gewinnmitnahmen. Unser Indikatoren-Setup, das ist long. Wir sehen MACD, Momentum, Stochastik, die sind long. Wichtig ist, dass wir die 850 behaupten können. Wir können kurzfristig sogar nochmal in Richtung 850 abtauchen. Das wäre ein gutes Einstiegs. Wäre ein guter Einstiegszeitpunkt. Stop unter die Tiefstände definitiv legen, weil wenn die Tiefstände nicht behauptet werden können aus der Vorwoche, gehen wir runter Richtung 800. Da hat man nichts drin zu suchen. Ansonsten kann man sich hier bei Gold wirklich mal, bei Platin hier wirklich so einen vorsichtigen Einstieg schon mal suchen. Wichtig ist die nächste Widerstandsmarke, die liegt hier ganz klar im Markt bei 900. Das sehen wir, ich zeichne uns die mal ein. Das waren die Tiefstände, die wir Ende September, Anfang Oktober hier dementsprechend schon mal getestet haben und die Marke müssen wir natürlich, die ehemalige Unterstützung ist jetzt ein Widerstand, die müssen wir erstmal zurückholen. Mittelfristig, wie gesagt, mit dem Überwinden der 900er sollten wir relativ zügig in Richtung 950 und dann in der Folge sogar auch langfristig wieder in Richtung 1000 laufen können. Also wie gesagt, so erste vorsichtige Einstiege hier bei Platin, die lohnen sich mit Sicherheit auf dem aktuellen Kursniveau. Gerade die Kursrücksetzer, die wir am heutigen Tag nochmal sehen, die können durchaus bis 8050 laufen. Da denke ich mal, hat man aber ein sehr, sehr schönes Einstiegsniveau. Der Anfang einer Trendwende ist zumindest hier bei Platin schon mal gemacht. Wie gesagt, aber unter den Tiefständen der letzten Woche definitiv die Stops reinsetzen, weil wenn die fallen, kann es hier auch langfristig weiter runtergehen. Momentan, kurzfristig haben wir zumindest schon mal eine Trendwende geschafft. Jetzt müssen wir die 900-Dollar-Marke überwinden, um hier auch eine mittelfristige und langfristige Trendwende bei Platin herbeizuführen. So, nächste Analyse für den Falco. Der hat sich hier eine BMW-Analyse gewünscht. BMW haben wir natürlich im Portfolio und gucken wir uns ja auch immer von Woche zu Woche mal mit an. Dementsprechend können wir die Jens natürlich hier auch mit anschauen. Ja, dreistellig sind wir geworden. Das war unser Kursziel. Momentan kämpfen wir so ein bisschen unterhalb der Marke. Wir haben ja hier, wie gesagt, diesen sehr, sehr schönen Aufwärtstrend. Da haben wir drüber gesprochen. Im Rahmen unserer letzten Analysen haben wir hier wirklich diesen schönen Aufwärtstrendkanal. Aber, jetzt kommt mein Aber, 100 war Kursziel. Die haben wir geschafft. Ich hoffe, ihr habt dort auch eure Ausstiege gewählt. Ansonsten sind war ja immer noch relativ dicht dran an dieser 100er Marke. Wir sehen, dieser langfristige Aufwärtstrend durch diese Korrektur in der letzten Woche, der ist hier bei BMW erst einmal beendet worden. Auch unser Indikatoren-Setup switcht schon so ein bisschen um. MACD, Verkaufssignal, Stochastik aus der überverkauften Zone, Verkaufssignal. Ja, Momentum kämpft sich noch so ein bisschen um seine Nulllinie. Da sieht es noch nicht ganz so schlimm aus. Aber klassisch aus der Charttechnik haben wir ein Verkaufssignal. Das, was wir heute als Gegenbewegung gesehen haben, war ein Pullback von den Höchstständen, haben wir uns auch deutlich entfernt. Gehen wir unter die Eröffnungsstände, also die Tiefstände des heutigen Tages, werden sich die Gewinnmitnahmen hier in den kommenden Tagen weiter fortsetzen. Das können wir uns auch mal schön mit unseren Fibonaccis anschauen. So, hier sind wir mal gestartet mit unserer Bewegung. Den Höchststand hatten wir hier in der letzten Handelswoche bei knapp 105 gehabt. So, und jetzt seht ihr so die letzte Bastion, da würde ich auch allerspätestens meine Stops reinpacken. 23,6%iges Retracement, da wissen wir, bis dahin kann der Markt ohne weiteres korrigieren. Das ist auch noch okay, aber wenn diese Marke fällt, und das ist der Kurs hier bei 97,20 €, dann müssen wir einfach von ausgehen, dass wir hier weiter nach unten tauchen. Mindestens 38%iges Retracement, dann wären wir schon mal 92,40 €. Ich nehme mir immer gerade Zahlen. Ich würde in dem Fall dann mal davon ausgehen, mit dem Fall dieser Marke, dass wir uns erstmal in Richtung 90 Euro runter bewegen. Das wäre nochmal fast 10% vom aktuellen Kurs. Muss man ja nicht. Wir sitzen ja hier auf einem riesigen Gewinn. Wir haben ja hier wirklich sehr zeitig schon bei 80 unsere Einstiege gefunden und da sollte man sich jetzt auch mal einen Großteil dieser Gewinne sehen. Sichern, zumal ich es euch ja eingezeichnet habe. Wir haben diesen
langfristigen Aufwärtstrend, den wir hier am Markt drin hatten, erst einmal durchbrochen hier am Markt mit dem Durchbruch am Freitag. Und dementsprechend droht hier einfach weiteres Ungemach in den kommenden Tagen. Demzufolge kann man hier auch mal Gewinne mitnehmen. Die Tendenz ist hier eher shortlastig in den kommenden Tagen bei der Aktie von BMW. So, das war die Analyse BMW. Der Thomas hätte als nächstes ganz gerne die Analyse zu Infineon. Die haben wir natürlich auch im Markt. Infineon ja sehr, sehr schön gelaufen. Haben wir einen richtigen Kurssprung in der Vorwoche gehabt. Und auch hier sind wir momentan aber in einem Bereich. Da hatten wir hier unser schönes Gap gehabt. Wir haben hier wirklich diesen sehr langfristigen Aufwärtstrend. Ich zeichne uns den hier nochmal ein. So, der hatte sich dann ja nochmal schön beschleunigt gehabt im mittelfristigen Bereich. Ja, und kurzfristig haben wir dann nochmal dieses Kursgap hier gesehen, dieses Ausbruchsszenario über den Widerstand bei 12 Euro. Ja, momentan sehen wir aber auch, scheinen wir irgendwie gedeckelt zu sein. Hier ist momentan die Luft raus. Bei der Infineon-Aktie momentan sehen wir so eine kleine Seitwärtskonsolidierung. Ich sage auch mal vorsichtige Top-Bildung hier am Markt. Ja, wir müssen wirklich über die Höchststände 14,20 waren wir in der letzten Woche. Da müssten wir rüber, um hier weiteres Anschlusspotenzial zu generieren. Momentan eine ganz klare Halteposition. Wer drin ist, der bleibt hier auch drin. Kurzfristig seht ihr aber hier schon, ich zeichne uns das kurzfristige Szenario ein. Noch ist alles intakt, aber wir sehen schon, der sollte nicht fallen. Ich würde mich spätestens bei 13,50 hier rausnehmen aus dem Markt, weil unter 13,50 € ist das Potenzial einfach zu stark, dass wir in Richtung 12 Euro korrigieren. Da wäre die nächste ganz, ganz markante Unterstützungslinie und damit wäre eigentlich fast alles an Gewinnen der vorletzten Woche hier wieder weg. Der schöne Kurssprung wäre raus. Und wie gesagt, fällt die 13,50, haben wir hier einfach Potenzial in Richtung 12 Euro runterzulaufen. Und das wäre schade, die Gewinne wieder abzugeben. Dementsprechend auf jeden Fall halten. Noch passiert hier nichts. Wir sind in der Top-Bildungsphase. Schaffen wir den Sprung über die 14er, sollte es auch in Richtung 15 Euro laufen können. Momentan aber, wie gesagt, so Momentum sehen wir, nimmt auch schon ab. Tun wir uns hier im Bereich der 14-Euro-Marke relativ schwer. Dementsprechend auch den Stop peu à peu hier mit anziehen unter 13,50 raus hier. Ansonsten geht es in Richtung 12 Euro mit runter. So, das war die Infineon-Analyse gewesen. Ich schaue mal meine Liste hier weiter durch. So, hier natürlich die Frage nach Öl. Natürlich, das ist super interessant, weil Öl ja unter die 40-Dollar-Marke hier gerutscht ist. Ich schaue mal, was ich an Öl hier an Kontrakten mit drin habe. Was wir dementsprechend hier mal analysieren können. Und hier haben wir zum Beispiel schon mal das Crude Light Oil. Ja, und da sehen wir das Dilemma, was ich hier angesprochen habe. Heute der Rutsch unter die 40-Dollar-Marke, hier nochmal fast 4% verloren. Ja, und jetzt brennt hier auch so einiges an. Aber wir fangen mal von vorne an. So, wir hatten hier im Bereich der 50-Dollar-Marke eine klassische Top-Bildung. Hab 1, 2, 3 Mal waren wir fast rangelaufen, beim letzten Mal gar nicht geschafft. Und dann dementsprechend hier ganz klar den Abwärtstrend eingeläutet. Wir sehen hier der erste Abwärtstrend in Richtung 45. Der hat sich sogar noch mal beschleunigt gehabt. Wir sehen das hier, diesen Fächer nach unten hat sich beschleunigt, ja, und 40 wäre eine wichtige psychologische und charttechnische Marke gewesen. Wir sehen, die 40-Euro-Marke, Dollar-Marke hier war ganz wichtig. Die hat Mitte November noch mal gehalten, diesmal nicht. Ja, und jetzt ist es ganz wichtig, wir sehen, wir haben hier noch so eine kleine Unterstützung. Ich gehe hier mal ran, die liegt bei 37,80. Das waren die Tiefstände, die wir hier um den 24. August am Markt markiert haben. Und die dürfen natürlich auf keinen Fall fallen. Ansonsten geht es hier Tatsache noch deutlich weiter nach unten. Dann muss ich sogar Kursziele in Richtung 35, 32 Dollar hier bei Öl nennen. Also wer Short investiert ist, der bleibt natürlich drin. Der setzt hier auf den Durchbruch nach unten. Das würde den Verkaufsdruck deutlich erhöhen, wenn wir diese 37,80er Marke hier nicht behaupten können. Ansonsten gehe ich mal davon aus, dass wir kurzfristig in den nächsten ein, zwei Tagen auf jeden Fall versuchen werden, diese Marke zu behaupten.
Aber wie gesagt, auflösen tut sich die Formation erst, wenn wir die 40-Dollar-Marke hier wieder zurückerobert haben. Erst dann entspannt sich hier die ganze Situation und dann hätten wir auch Potenzial, durchaus in Richtung 45 $ hochzulaufen. Also mit einem Long-Einstieg definitiv warten, bis wir die 40er-Marke zurückgeholt haben. Dann haben wir gut 12, 13% Platz in Richtung 45-Dollar-Marke hier hochzulaufen. Momentan sieht es danach aus, als würde selbst diese letzte Bastion, dieser letzte Tiefstand hier fallen, sowohl MACD, Momentum, Stochastik auch nochmal mit einer neuen Verkaufsindikation. Das sorgt natürlich für Druck und das kann natürlich dazu führen, dass wir die 38er-Marke hier unterschreiten. Ja, und dann hätten wir sogar Platz bis 35 $. Ja, das Einzige, was schön ist, ist dann beim Tanken. Vielleicht passen sie ja die Spritpreise hier dann auch mal ein bisschen mit an. So, das war Öl hier in dem Bereich gewesen. Ich schaue mal die Liste weiter. So, hat Air Liquid dieselben Risiken wie Linde? Air Liquid haben wir nicht mit drin, aber Linde können wir uns mal mit anschauen. Da gab es ja in der letzten Woche einen riesigen Sitzsatz nach unten, 20% hier mitgerauscht. Da schauen wir uns das Ganze mal unter charttechnischen Gesichtspunkten an, wer das noch nicht mitbekommen hat. Da waren wir ja sehr, sehr schön nach oben gelaufen, haben hier diesen sehr schönen langfristigen, ja, Aufwärtstrend bei dieser Aktie gehabt. Der hat sich sogar noch mal ein bisschen kurzfristig beschleunigt gehabt. Ich zeichne euch das mal ein. Da sehen wir, hatten wir hier so einen schönen Kurzfächer. So, kurzfristig sind wir hier schon runtergerauscht. Deshalb hat man ja gesagt, unter 165 wird es kritisch. Da haben wir den kurzfristigen Aufwärtstrend beendet, langfristig sogar mit dem Durchbrechen der 160er-Marke. Ja, und wir sehen momentan das Problem. Wir schauen uns die 140er-Marke von unten an. Das ist nicht gut, weil 140 wäre nochmal eine schöne Unterstützungszone hier am Markt gewesen. Das waren die Stände, die wir 21., 24. September und auch 24. August schon mal als Tiefstände markiert haben. Momentan sieht es nicht gut aus, weil wir sind unterhalb dieser Marke. Wir sehen zwar der Verkaufsdruck, der geht raus, Momentum stabilisiert sich auch so ein bisschen. Wir sind hier unten auch langsam in die überverkaufte Zone reingelaufen, aber wir brauchen definitiv ein Zurückerobern der 140er Marke. Dann würde ich bei einer Linde, fundamental sieht es trotzdem gut aus, eigentlich auch hier vorsichtig erste Einstiege warten, weil dann haben wir durchaus Potenzial in Richtung 150, 160 zurücklaufen, aber definitiv unter dem Tiefstand der letzten Woche hier absichern. Falls die Marke dann doch nicht behauptet werden kann, haben wir hier auch einfach Potenzial in Richtung 130, 120 weiter nach unten zu rutschen. Air Liquid haben wir nicht mit drin, aber ähnliche Problematik wie bei Linde, dementsprechend gleiches Risiko. Charttechnisch versuchen wir uns zu stabilisieren, dementsprechend mal schauen, ob wir hier in den kommenden Tagen eine Bodenbildung bekommen, aber dazu bräuchten wir auch die 140er-Marke zurückerobert und dementsprechend momentan sieht es nicht danach aus und solange wenn wir noch länger unter der 140 bleiben, wird auch der Druck in den kommenden Tagen hier wieder zunehmen. Und dann heißt mein nächstes Ziel 130, mittellangfristig sogar 120. Also nicht sehr schön hier der Chart. Und dementsprechend auch immer meine Empfehlung, zieht die Stop-Kurse mit nach. Kurzfristig hatten wir schon gesagt, sollte man hier unter 165 rausgehen, war nicht die dümmste Entscheidung gewesen, weil vor solchen Nachrichten ist man natürlich nicht geflutet. Und dann geht es hier sehr, sehr schnell mal nach unten. So. Die Sabrina fragt eine Daimler-Analyse an. Wollen wir natürlich hier sehr gerne machen. Schauen wir uns mal an, wie es bei Daimler aussieht. BMW hatten wir jetzt heute schon. Schauen wir mal die Daimler-Aktie. Die ist ja auch sehr, sehr schön nach oben gelaufen. Wir haben hier auch einen sehr, sehr schönen Aufwärtstrend. Ich zeichne uns den hier auch nochmal ein. Wir sehen, wir hatten hier um Ende September so die Tiefstände markiert. Danach ging es peu à peu nach unten. Ja, und jetzt verbinde ich mir mal hier den Tiefstand und ziehe die Linie weiter und sehe, gar nicht gut. Wir haben hier am Freitag letzter Woche diesen Durchbruch geschafft. Haben allerdings auch im Vorfeld, und das sehen wir, und da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, hier bei 85 knapp unser Top, das wir hier schon mal Mitte August ausgebildet haben, berührt, ist eine klassische Widerstandsmarke gesehen. An dieser Widerstandsmarke gab es erste Gewinnmitnahmen, das ist ganz logisch an dieser Marke, aber wir sehen, 85 ist ja auch erstmal der Deckel drauf. Und dieses Szenario gefällt mir natürlich gar nicht. Durchbruch nach unten durch diesen langfristigen Aufwärtstrend mit diesem Durchbruch auch heute die Bewegung, das war ein Pullback gewesen, dieser Versuch, diese Linie zurückzuerobern, leider nicht gelungen.
Ja, und auch hier müssen wir davon ausgehen, die Anleger sitzen hier auf schönen Gewinnen noch seit Ende September, wo wir ja noch ungefähr bei 63, 65 Euro waren, sind wir ja auf 85, über 20 € hier nach oben gelaufen. Ja, und da haben wir hier einfach das Risiko, dass wir hier in den kommenden Tagen nochmal in Richtung Worst Case 70 abtauchen. Wir haben so kleine Unterstützung mal bei 75 €. Da hätten wir nochmal so eine kleine Auffanglinie. Aber da gehe ich auch mal von aus, dass wir durchaus in diese Richtung hier abtauchen. So, da sehen wir es nochmal hier 75. Da wäre so die nächste Zone, also Minimum Korrektur doch nochmal in Richtung 75. Wenn die fällt, sind wir unten bei der 70er Marke. Kann euch das Ganze auch nochmal anhand der Retracement sehr, sehr schön zeigen. Das macht mein Kollege der Rüdiger Born ja auch immer ganz gerne. So, hier war unser Tiefspunkt, hier war unser Höchststand bei knapp 85 gewesen. No, und jetzt sehen wir die 23,6, die 80er Marke, die ist schon gefallen. Die ist jetzt natürlich erstmal als Widerstand hier im Markt drin. Ja, und sollte jetzt die 76,60 fallen, sehen wir, geht es relativ schnell in Richtung 74, 70 hier runter. Also angeschlagen auf jeden Fall die Aktie. Auch unsere Indikatoren MACD, Stochastik sind schon ins negative Momentum, pendelt hier noch so ein bisschen um die Nulllinie rum, gerade durch die Kursgewinne am heutigen Tag, aber charttechnisch wirklich angeschlagen. Und dementsprechend hier ganz große Vorsicht. Ich sehe hier eine Fortsetzung der Korrektur in Richtung 75, im Worst-Case-Szenario sogar in Richtung 71, 70er Marke hier bei der Daimler-Aktie. So, schauen wir mal weiter. Die Royal Dutch Shell Aktie, Royal Dutch Shell meine ich, haben wir sogar drin hier. Schauen wir mal, wie es da aussieht. Mal kurz raussuchen. Eigentlich sollte es alphabetisch geordnet sein. Schauen wir mal. Royal Dutch Shell. Ja, da ist schon seit längerer Zeit hier einiges im Argen. Da haben wir ja immer wieder mit drin gesprochen. Langfristig sowieso. Da sehen wir, da ist hier der Deckel drauf bei der Royal Dutch Shell gewesen. Das Ganze hat sich mittelfristig auch nochmal beschleunigt. Wenn ich mir hier die Höchststände nehme und mal so die mittelfristige Entwicklung abnehme, da sind wir hier unter 1,70 gedeckelt gewesen, ja, und sind jetzt hier wieder gerade heute auch deutlich mit 5% unter Druck geraten. Warum? 1,60, das war eigentlich noch so eine horizontale Linie, die man sich hier schön ziehen konnte, die wir durchaus hier mal durchbrochen haben, die aber im Vorfeld eigentlich immer eine sehr, sehr schöne Unterstützung dargestellt hat. Haben wir gleich zum Handelsauftakt unterschritten. Dementsprechend geht es natürlich weiter nach unten. Wo geht's hin? Da sind wir ja schon fast angekommen und das ist eine ganz wichtige Marke jetzt. Die 1,50, die solltet ihr in den kommenden Tagen nicht aus den Augen verlieren. Da hatten wir Ende September noch mal, schon mal Tiefstände markiert. Die sollten jetzt als Unterstützung verteidigt werden. Wenn die fallen, ist hier immer noch keine Entwarnung. Ich hatte es ja oben mit den Pfeilen eingezeichnet. Mittelfristig, langfristig sind wir eh noch in einem Abwärtstrend. Im Worst-Case-Szenario haben wir hier sogar Potenzial in Richtung 1 runterzulaufen. Also hier aufpassen, fällt die 1,50 in den kommenden Tagen, dürfte der Verkaufsdruck anhalten bzw. sogar noch mal zunehmen. Und auch wenn ich mir meine Indikatoren mit anschaue, sowohl MACD als auch Momentum als auch Stochastik mit neuer Verkaufsindikation, plus dass wir hier an dem Widerstand bei 1,70 abgeprallt sind, das sieht nicht wirklich gut aus. Charttechnisch massiv unter Druck hier die Aktie. Ja, und da hilft jetzt eigentlich nur noch hoffen, dass die 1,50er verteidigt wird. Ansonsten wird sich der Verkaufsdruck auch hier in den kommenden Tagen auf diesem hohen Niveau weiter fortsetzen. So. Nachfrage nach Morphosis. Ich glaube, haben wir nicht. Ich schaue aber nach, weil sich unser Portfolio hier doch jeden Tag irgendwie ein bisschen erweitert. Dementsprechend schaue ich gerne mal nach, ob wir eine Morphosis hier mit drin haben. Nein, haben wir leider nicht mit drin. Kann ich an der Stelle nicht mit dienen. So. Eine Nachfrage nach Apple. Apple können wir uns natürlich gerne mit anschauen, ist ja immer wieder mal in unseren wöchentlichen Analysen hier mit drin. Dementsprechend können wir auch gerne die Woche wieder mit drauf schauen. Ja, Apple bleibt langweilig, sage ich momentan einfach mal, weil ich zeichne euch hier mal einen schönen Trendkanal mit ein. So, einmal sehen wir, wir sind hier eigentlich bei 110 ganz gut unterstützt und sind hier irgendwie aber auch bei 120 ganz gut gedeckelt.
Ja, und irgendwie bewegt der Markt sich hier in diesen Seitwärtstrendkanal seit Mitte August mal mit minimalsten Ausrutschern nach oben und nach unten. Solange wir nicht hier wirklich einen markanten Ausbruch aus diesem Seitwärtstrendkanal sehen, für mich auch im mittel- und längerfristigen Bereich überhaupt kein Handelsbedarf. Hier bei der Apple-Aktie, da ist momentan erstmal alles eingepreist. Da erwartet man keine positiven, aber auch keine negativen Überraschungen. Und ich würde, wie gesagt, in solchen Szenarien immer ein Ausbruchsszenario aus diesem Kanal abwarten, sprich, dass wir wirklich mal einen schönen Schlusskurs überhalb der 120 sehen. Dann haben wir durchaus Potenzial, hier in Richtung 130 hochzulaufen oder aber entgegengesetzt ein Unterschreiten der 110er Marke. Hätten wir Potenzial in Richtung 100 psychologisch schöne gerade Marke oder aber wer ganz kurzfristig hier durchaus die Aktie handeln will, naja, der kauft sich bei 120 Short ein, stoppt sich kurz über 120 aus. Ich würde mir einen Dollar nach oben Platz lassen und bei 120 einkaufen, 121 mein Stop. Zielkurs die 110, sehr schöne Chance-Risiko-Verhältnis von 1 zu 10 und umgedreht natürlich das ganze Szenario. Bei 110 kaufe ich mich Long ein und platziere meinen Stop bei 109, Zielkurs 120, auch schöne Chance-Risiko-Verhältnis. Das kann man als kurzfristiger Investor hier spielen, mittellangfristig momentan in diesem Seitwärtstrendkanal. Kein Handelsbedarf. So, nächster Punkt wäre die Areal. Haben wir leider nicht. Was haben wir hier als nächstes? Analyse zu Royal Dutch Shell. Die haben wir schon. Und der Jörg hätte ganz gerne den US-Dollar, Kanada-Dollar. Schauen wir mal zu unseren Devisenpärchen und schauen uns hier mal den US-Dollar, Kanada-Dollar an. Mal schauen, wo ich den hier drin habe. US-Dollar, Kanada-Dollar. So. Ja, da hatten wir drüber schon gesprochen. Ich glaube sogar in der Vorwoche, dass wir hier in einem sehr, sehr schönen Aufwärtsszenario sind. Wir sehen das hier, sehr, sehr schöner Aufwärtstrend, vollkommen intakt. Wir waren gedeckelt. Wir haben hier einen Widerstand drin gehabt im Bereich 1,34. Da sehen wir, da sind wir hier Ende September schon mal auf Talfahrt gegangen. Da haben wir auch sehr, sehr lange, seit Anfang November eigentlich mit dieser Widerstandsmarke 1,33,50, 1,34 gekämpft. Warum geht es heute ein Prozent nach oben? Weil wir einfach den Sprung über diese Marke geschafft haben. Auch mit neuen Handelsindikationen, sowohl MACD, Momentum als auch Stochastik hier mit einem Buy-Szenario. Deshalb geht es heute so kräftig beim US-Dollar, Kanada-Dollar nach oben. Das sollte auch in den kommenden Tagen anhalten. Wer also hier schon länger investiert ist oder sich heute den Einstieg gesucht hat, laufen lassen. Hier haben wir durchaus Potenzial in Richtung 1,36, 1,37 in den kommenden Tagen. Unter 1,34 würde ich meinen Stopkurs platzieren. Wenn wir deutlich unter diese Marke rutschen, sollte man hier wieder raus. Wäre das als Fehlsignal zu interpretieren. Momentan aber ein sehr, sehr schönes Ausbruchsszenario nach einer sehr, sehr langen Topbildung und da steigen Anleger gerne ein. Das sollte auch in den kommenden Tagen hier zu weiter steigenden Kursen beim US-Dollar, Kanada-Dollar führen. Wie gesagt, 1,36, 1,37 wären die nächsten kurzfristig zu nennenden Kursziele. So, Daimler hatten wir schon mit drin. Der Phil hätte ganz gerne die VW-Aktie. Na, dann haben wir unsere Autotitel hier vollständig und schauen uns auch mal nochmal VW an. Ja, mein riskanter kurzfristiger Einstieg, da hatten wir ja drüber gesprochen, der hat sich gelohnt hier bei 100 Dollar, 100 Euro. Wir haben ja hier, wie gesagt, für alle anderen nochmal eine sehr, sehr schöne Bodenbildung gesehen. Wir sehen, der Verkaufsdruck ist rausgegangen, 93 bis 100 war hier eine sehr, sehr schöne Bodenbildung gewesen bei dieser Aktie. Haben dann ein riesen Kursfeuerwerk gesehen, bis 130 bin ich auch nicht von ausgegangen, sehen aber schon, so langsam geht die Luft hier raus. Sehen wir sehr schön am Momentum-Indikator, der läuft schon wieder runter. Stochastik in der überkauften Zone, kurz vor Schnittpunkt, das wäre ein Verkaufssignal. Also, wer hier noch mit drin ist, zieht die Stopkurse ganz, ganz massiv hier nach. Also, wir sehen unter 126, 125 spätestens, das wäre die Linie, würde ich mich hier rausnehmen lassen. Ihr sitzt immer noch auf fast 6, 27 20% Gewinn bei der Aktie von Volkswagen, dementsprechend einen Großteil davon sichern, weil hier kann auch ganz schnell mal wieder eine 5-6% Kerze nach unten kommen. Momentan ist die Luft hier raus. Noch eine Halteposition.
Wir hätten durchaus noch Potenzial in Richtung 150 zu laufen bei dieser Aktie, aber das sehe ich momentan nicht. So langsam deutet sich hier an, dass die Luft rausgeht, dass sich hier ein Top ausbildet. Sollten wir über MACD, Stochastik, Momentum unsere Verkaufsindikation bekommen, ist auch damit zu rechnen, dass wir sogar die kompletten Gewinne wieder abgeben, dass wir sogar wieder in Richtung 100-Euro-Marke hier runterlaufen. Also wie gesagt, wie schon bei den letzten Analysen, ist was für kurzfristig auch etwas risikobewusstere Anleger. Unter 125 würde ich meinen Stopp hier nachher ziehen, weil fällt die Marke, haben wir hier doch relativ schnell relativ starke Gewinnmitnahmen zu erwarten und dann kann es auch ganz, ganz schnell wieder runtergehen in Richtung 100er Marke. So, und das war die Volkswagen-Analyse gewesen. So, PayPal. PayPal schaue ich mal, könnte sein, dass wir die haben. Habe ich jetzt nicht direkt im Kopf. Pfizer Platinum, so, hier müsste sie drin sein. PayPal haben wir hier erstmal nicht drin, aber ich schaue natürlich mal nach, ob wir nicht PayPal irgendwie haben wir. Lohnt sich, immer mal nachzuschauen. Und dementsprechend ist ja auch immer mal schön, wenn wir mal einen neuen Wert analysieren, den wir ja nicht immer jede Woche uns mit anschauen. So, und da schauen wir uns mal PayPal an, wie es da aussieht. Ja, so ein bisschen lustlos sehe ich die letzten Wochen. Wir sehen es auf den ersten Blick gleich, wenn ich mir hier über die Höchststände so mal eine Linie ziehe, sehen wir, sind wir so ein bisschen im Korrekturmodus momentan. Da geht so ein bisschen uns die Luft raus. Und auf der anderen Seite sehen wir es auch hier sehr, sehr schön. Das Aufwärtstrendszenario ist durchbrochen worden. Wir haben also auch hier mittelfristig, kurzfristig sehen wir MACD, Momentum, Stochastik, hier schon die Verkaufsindikationen gehabt. Momentan hier noch so ein bisschen im Bereich der 35er-Marke, die immer wieder mal als Widerstand oder Unterstützung getestet worden. Ja, kämpfen wir mit dran, aber eigentlich sind wir durchgebrochen. Das, was wir sehen, ist ein Pullback. Wir sehen auch am heutigen Tage, der bricht hier uns schon wieder nach unten weg mit 2%. Und da gehe ich eigentlich auch davon aus, dass sich das Ganze im ersten Step in Richtung 32,50 und eine richtig wirkliche Unterstützung haben wir hier eigentlich erst bei $30 mit drin, dass sich das Ganze in Richtung dieser Marken in den kommenden Tagen weiter fortsetzen wird. Long-Einstieg auflösen tut sich das Ganze erst, wenn wir hier einen Ausbruch über die Höchststände hätten. Also da sollten wir schon mal einen Schlusskurs über 36 sehen. Dann würde sich diese Korrekturformation am Markt hier auflösen. Momentan sind wir hier in einem intakten charttechnischen Verkaufssignal. Das sollte in den kommenden Tagen hier in Richtung Korrektur 32,50, $30 führen. Also das sieht nicht wirklich gut aus. Unser Indikatoren-Setup bleibt hier auch noch short. Also da sieht es nicht so wirklich prickelnd aus. So, schauen wir mal weiter. Der Harald hat eine Frage, wie sieht es bei BASF aus? Keine Ahnung, schauen wir mal, was die BASF-Aktie seit der letzten Woche gemacht hat. So, ABC, BASF. Ja, auch hier ähnliches Problem wie im Gesamtmarkt und auch längerfristig ähnliches Bild, wie ich es jetzt immer schon mal angedeutet hatte. Wir haben hier diese schöne Aufwärtsbewegung am Markt gehabt, sehen aber auch in der letzten Woche hier schon dieser Ausbruch nach unten. Warum sind wir denn da hier oben gescheitert bei 79? Da müssen wir ein bisschen in die Historie zurückgehen und sehen, wir haben eigentlich hier in diesem Bereich 78 bis 80 so einen Widerstandsbereich gehabt. Da sind wir immer mal wieder abgeprallt in diesem Bereich. Ja, und auch hier in der letzten beiden Handelswochen haben wir uns sehr, sehr schwer getan, sind mal ans obere Ende an die 80er Marke vorsichtig rangelaufen. Das gefällt mir hier gar nicht. Wir haben hier ein klassisches Verkaufssignal über MACD, über Momentum, über Stochastik, hier klassische Verkaufsindikation, langfristiger Aufwärtstrend nach unten durchbrochen plus das Ganze noch an einem markanten Widerstand hier an der 80er Marke. Das sieht nicht gut aus und das sehen wir auch in den letzten Tagen, auch am heutigen Tage geht es hier weiter nach unten und da sollte es auch weiter in den kommenden Tagen nach unten gehen. Die nächste markante Unterstützung liegt eigentlich erst bei 70. Das wäre mein kurzfristiges Kursziel. Die Marke müssen wir behaupten, aber ich gehe auch mal davon aus, dass wir die Marke hier in den kommenden Tagen noch sehen werden, dass wir mindestens erstmal an die 70 laufen. Die muss definitiv behauptet werden, die darf auf keinen Fall fallen, weil ansonsten sind alle Gewinne der letzten
Wochen hier wieder weg, weil wir sehen es hier schon, ich habe es kurz eingezeichnet, nächste charttechnische Unterstützungsmarke erst hier bei 65. Da sind wir ja auch mit der Erholung gestartet, konnten ja hier schön 15 Euro nach oben laufen. Die wären aber auch weg. Können wir uns auch mal anders anschauen mit unseren Fibonaccis. So, hier sind wir gestartet mit der Kursbewegung. Hier oben bei 79,30 war Schluss. Ja, und wir sehen es auch aktuell gerade. Die 50er Marke, das ist genau diese 72,18, die ist immer eine kleine Unterstützung. Haben es aber auch gesehen davor mit dem Fall der Marken. 23er gefallen, 38er gefallen. Jetzt sind wir ans 50er ran. Fällt diese Marke unter 72,18, sind wir ganz, ganz schnell hier unten noch bei 70. Und dann sind wir auch ganz, ganz schnell beim Start unserer Bewegung. Die darf auf keinen Fall fallen. Ansonsten sind wir hier ganz schnell bei 65. Dafür die Fibonaccis, also auch gerade in so einem Korrekturmodus immer sehr, sehr schön zu nutzen. Erkläre ich aber gleich im Anschluss nochmal. Ein, zwei Analysen schaffen wir ja noch. Dann muss ich hier an der Stelle auch schon mal Schluss machen, weil ich sonst das andere Webinar nicht zeitgerecht starten kann. So, ein, zwei Analysen schaffen wir noch. Der Falco hätte ganz gerne Facebook-Analyse. Die schaffen wir natürlich gerne hier noch. Können wir uns mal mit anschauen, wie es bei Facebook mit aussieht. Auch hier hatte ich ja drüber gesprochen. Sehr schöner Aufwärtstrend nach oben, aber auch da ist uns schon die Luft ausgegangen. Zeichne uns mal diesen schönen Aufwärtstrend hier ein. Da sehen wir so bilderbuchmäßig so nach oben gelaufen. Aber auch hier sehen wir, wenn ich die Tiefstände nehme, haben wir eigentlich schon hier mal unsere erste wirkliche Verkaufsindikation gehabt. Und das war am 15. November. Und damit haben wir eigentlich diesen Korrekturmodus eingeläutet. Wenn ich mir mal hier jetzt eine Linie rüberziehe, sehen wir, bleiben wir in einem Korrekturmodus. Wir sind hier am 110er Widerstandsniveau gescheitert, sind jetzt erstmal auf Korrektur geschaltet. Und wir sehen es auch hier mit dem Fall, den ich eingezeichnet habe, MACD, Momentum, Stochastik, auf Verkauf geschaltet, der ist intakt. Ja, wo liegt die nächste Marke? Psychologisch schöne gerade Marke sehe ich bei 100. Da gehe ich mal von aus, dass wir uns in den kommenden Tagen hinbewegen. Sind noch fast 5% Platz nach unten. Auch heute ja hier über 1% schon verloren. Also Facebook sieht nicht wirklich gut aus. Das sind klassische Gewinnmitnahmen. Nach den schönen Anstiegen ist ja um 40 Dollar hier von den Tiefständen am 24. August nach oben gestiegen. Das sind klassische Gewinnmitnahmen. Auch hier könnt ihr euch sehr, sehr schön mit den Fibonaccis immer mal arbeiten. Nehmt den Startpunkt, nehmt den Höchstpunkt der Bewegung und dann seht ihr so die markanten Marken. Und wir sehen hier schon 23,6. Das sind so bei 101 Euro, 101,50 Euro. Da sehen wir auch nochmal, das sollte euer letztes Stop-Niveau sein. Fällt diese Marke. Gut, ich würde sie mir bei 100 setzen, wer hier mittelfristig oder langfristig drin ist. 100 ist nochmal eine psychologisch gerade Marke, die darf aber auf keinen Fall fallen. Ansonsten sollte es hier massiv weiter nach unten gehen. Kurzfristig gehe ich auch erstmal davon aus, dass wir uns dieses Niveau hier bei 100, 101 in den kommenden Handelstagen mitziehen werden. Also da gehe ich mal davon aus, dass dieser Korrekturmodus hier mit anhält. So, hier gibt es eine Frage. Aber Nordics gibt es doch bei Iondo. Na, dann schauen wir nochmal nach, ob es die Nordics nicht bei Iondo gibt. Vielleicht gibt es sie ja nur bei mir nicht. Ich schaue ja immer gerne mit nach. Hier habe ich sie nicht mit drin. So, wir suchen jetzt einfach nochmal bei Aktien alle und suchen uns die Nordics-Aktie raus. Ja, findet bei mir leider hier nichts. Dementsprechend kann ich hier nicht mit dienen. Nichts, auch nur ansatzweise bei Nordex mit drin. Kann ich an der Stelle erstmal nicht mit dienen. So. Jetzt schauen wir mal, was wir hier noch haben. So, hier ist noch eine Wunschanalyse zur Allianz-Aktie. Und dementsprechend, die schaffen wir noch. Und dann haben wir unser erstens Webinar hier, so Allianz ist hier. Ja, auch bei der Allianz ähnliches Bild. Wir haben auch hier diesen sehr, sehr schönen Aufwärtstrend gehabt. Wir sehen das hier, sehr, sehr schönes Aufwärtsszenario, aber auch hier ähnliches Bild. Deckel bei 170, da haben wir drüber gesprochen, eine ganze Woche lang eine Top-Bildung mit extrem kleinen Kerzen. Dann dieser große Ausbruch nach unten. Das, was wir heute sehen, ist auch hier ein klassisches Pullback. Wir haben diesen langfristigen Aufwärtstrend gebrochen und ich kann leider keine Entwarnung geben. Die Gefahr ist groß, dass wir hier auch in den kommenden Tagen auch bei der Allianz-Aktie weitere Verkäufe sehen. Also auch hier angeschlagen. Wir sehen MACD, Stochastik, die kippen schon nach unten. Momentum hält sich gerade noch im positiven Bereich. Also hier noch nicht ganz so schlimm, aber sollten wir hier unter die 160er-Marke gehen, die stellt noch eine kleine Unterstützung hier für uns da.
dann geht es hier auch ganz schnell in Richtung 150. Wer also langfristig orientiert ist, der sollte spätestens bei unter 160 seinen Stop-Kurs legen. Kurzfristig bin ich schon raus hier aus dem ganzen Szenario, nach diesem Top-Bildungsszenario, nach diesem Durchbrechen des Ganzen. So, unsere Zeit ist leider schon hier wieder zu Ende. Ich darf mich für die rege Teilnahme beenden. Habe leider nicht alle geschafft, hier zu analysieren. Freue mich aber auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ja, wer noch Interesse hat, ein bisschen mehr zu dieser Charttechnik, die ich jetzt ja hier auch in dem Webinar immer schon mit genutzt habe, kann sich gleich im Anschluss mit anmelden. Um 19 Uhr geht's los. Machen wir nochmal eine Stunde Indikatoren und Charttechnik. Wie stelle ich mir wie den Indikator hier am besten ein? Wie generiere ich damit Handelssignale? Also freue mich, wenn ich euch gleich sehe. Ansonsten noch einmal vor Weihnachten, nächste Woche Montag, der letzte Marktausblick für 2015. Freue mich, wenn ihr auch da mit dabei seid. Ansonsten, wen ich nicht mehr höre, wünsche im Vorfeld schöne Weihnachtsfeiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr und freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns in 2016 dann auch wiedersehen. In dem Sinne, allen eine erfolgreiche Handelswoche. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön.